Hi, schön, dass ihr wieder reinschaut. Oh, ich sehe gerade, das Ringlicht spiegelt sich etwas. Ich glaube, so ist besser, ne? Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ich habe ja eine Umfrage gestartet, wie ihr gerne die Neuerscheinungsvideo ab letztem August sehen möchtet. Und das war eine ziemlich knappe Kiste. Ich hatte bei Instagram und bei YouTube die Umfrage reingestellt. Und es ist, wenn man die Anzahl der Stimmen zusammenzählt, sich knapp dafür entschieden worden, chronologisch vorzugehen. Deswegen starten wir jetzt mit den Neuerscheinungen, die im letzten Jahr August rausgekommen sind. Also wir hängen jetzt ein Jahr hinterher. Ich habe mich aber, damit ihr Bescheid wisst, für die Neuzugänge, ach, nicht Neuzugänge, Neuerscheinungen, die in der Vergangenheit liegen, habe ich jetzt so aussortiert, dass ich euch zum einen Bücher, die schon sehr, sehr oft gezeigt wurden, nicht mehr mitzeige und bei zweiten Bänden oder generell bei Bänden einer Reihe habe ich auch ausselektiert. Ja, und wie gesagt, Bücher, die schon echt viel gehypt wurden und schon eine Welle geschlagen haben, die habe ich jetzt hier auch rausgenommen und ich hoffe, ich kann euch ja noch den ein oder anderen Tipp mitgeben. In den ersten Videos ist es dann jetzt so, dass ihr gleich losstürmen könnt und euch die Bücher kaufen könnt, denn die sind schon alle draußen. Das habe ich auch überprüft, ob da auch nichts mehr verschoben worden ist. Ja, das müsste jetzt so stimmen, wie ich euch das jetzt hier mitteile. Und wir fangen einfach mal an. Am 17.8. sind zwei Bücher erschienen. Zum einen ein Thriller im Rowohlt Verlag. Das Buch heißt Glaube mir von Alice Feeney. Die Cover blende ich euch ein, wie gehabt. Genau, ich lese euch mal vor, worum es geht. Anna hat alles, was sie will. Sie hat hart gearbeitet, um Moderatorin des BBC-Mittagsmagazins zu werden. Freunde und Familie vernachlässigt, ebenso Jack, der inzwischen ihr Ex-Mann ist. Als sie über einen Mord in Blackdown berichten soll, zögert sie, denn in der verschlafenen Kleinstadt ist sie aufgewachsen und das Opfer ist eine Freundin aus Kindertagen. DCI Jack Harper hätte nie gedacht, dass er einmal in Blackdown landen würde. Als die Leiche einer jungen Frau entdeckt wird, beschließt er, niemandem zu sagen, dass er das Opfer kannte, dass sie seine Geliebte war, bis er in seiner eigenen Mordermittlung zum Verdächtigen wird und mit seiner Ex-Frau Anna konfrontiert wird. Genau, also ich finde, das klingt sehr, sehr spannend. Ich habe das Buch auch noch als Rezi-Exemplar hier stehen. Ich bin im Moment dabei, die Rezensionsexemplare mal so ein bisschen beizulesen. Und das ist auch so ein Kandidat, der in den nächsten Wochen mit dran ist. Da freue ich mich auch schon drauf. Ich glaube, dass das eine ganz, ganz spannende Kiste sein könnte. Und das spricht mich auch vom Cover her so an. Ich finde das sehr, oh, ich finde das so gruselig. Das ist echt, ja. Das habe ich aber auch noch nicht viel gesehen. Bei Instagram, glaube ich, ein paar Mal. Aber hier auf BookTube ist es mir noch nicht über den Weg gelaufen. Ich muss wohl auch dazu sagen, ich habe innerhalb der zweiten Jahreshälfte in 2021 nicht mehr viel YouTube geschaut. Also wenn ich jetzt ein Buch hier mit drin habe, was total gehypt war auf BookTube und ich habe das nicht mitbekommen, dann müsst ihr das entschuldigen. Ja, ich habe versucht, die Unbekannteren rauszupicken. Als zweites Buch im August, ebenfalls am 17.8., habe ich ein Buch rausgesucht, wo ich mir nicht sicher bin, ob das einfach eine Neuauflage ist, denn mir kommt der Klappentext etwas bekannt vor, das Cover aber überhaupt nicht. Und zwar von Nicolas Barrot, Das Lächeln der Frauen. Und ich bin im Moment immer so auch so auf der Suche nach so leichter Lektüre für zwischendurch, wenn man ja härtere Thematiken einfach zwischen hat oder so wuchtige Bücher, die einen so mitnehmen. Dazwischen lese ich dann immer gern was locker Leichtes. Und das klingt nach einem sehr angenehmen Buch für zwischendurch. Es geht nämlich um die junge Restaurantbesitzerin Aurélie und die hat Liebeskummer. Denn von einem Tag auf den anderen
ist sie von ihrem Freund verlassen worden. Und als sie unglücklich durch Paris streift und in der Buchhandlung ein Buch in die Hand nimmt, ist sie sofort begeistert von den ersten Sätzen, nimmt das Buch mit und möchte den Autor des Buchs kennenlernen, doch leider ist der sehr menschenscheu und lebt sehr zurückgezogen. Wie gesagt, es kommt mir irgendwie bekannt vor vom Klappentext. Kann sein, dass das Buch schon mal mit einem anderen Cover draußen war. Ich finde, das klingt aber nach einer schönen Lektüre für zwischendurch. Und habe ich deswegen mal in den Blick gefasst. Es ist mal auf die Wunschliste gelandet, falls da mein Bedürfnis noch mal groß ist, was Nettes, ja, was Schönes, wo mal nichts Schlimmes passiert, kein Mord und Totschlag vorherrscht, dann werde ich vielleicht mal dazu greifen. So, als nächstes ein Buch, was am 20.08. erschienen ist, im Drömer-Knauer Verlag, Niemands mehr von Hope Adams. Das ist ein Buch, was auf einer wahren Tatsache begeht. Das Buch durfte auch letztes Jahr schon bei mir einziehen. Das hatte ich vorbestellt. Ich lese euch hier mal den Klappentext vor, weil der etwas länger ist. 200 verurteilte Frauen, eine Tote, eine Mörderin. Wer hat mehr Schuld als alle anderen auf sich geladen? Ein fesselnder historischer Kriminalroman von Hope Adams, inspiriert von einer wahren Geschichte. Juli 1841. Irgendwo im südlichen Ozean, die Rajah, soll 180 Frauen, die in England für kleinere Straftaten verurteilt wurden, nach Tasmanien bringen. Während der Reise will die junge Aufseherin Kezia mit einigen von ihnen eine Patchwork-Decke nähen. Was niemand weiß, eine der Frauen wurde wegen Mordes zum Tode verurteilt und hat sich unter falscher Identität an Bord gestohlen. Und dann wird eine andere Gefangene hinterrücks ermordet. Zusammen mit dem Kapitän, dem Schiffsarzt und dem Reverend muss Kezia herausfinden, wer mehr Schuld als alle anderen auf sich geladen hat und warum. Der packende historische Kriminalroman Niemands mehr beruht auf einer wahren Geschichte. Die Raja segelte tatsächlich 1841 mit rund 200 verurteilten Frauen nach Tasmanien und auch Captain Charles Ferguson, Kezia Hayter und ihre Patchwork-Projekt sind historisch belegt. Ich finde, das klingt total gut. Also ich finde, das klingt richtig spannend auf so einem, auf so einem Schiff, auf so einem beschränkten Ort, so, wo man nicht weg kann. Und dann passiert da ein Mord und man weiß, eine von diesen 200 Frauen muss es gewesen sein. Das finde ich sehr, sehr spannend und sehr beängstigend. Eine sehr gruselige Vorstellung. Und dann auch noch basierend auf einer wahren Begebenheit, dass kann echt gut sein. Ja, ebenfalls am 20.08. ist im DTV-Verlag das Buch Die Überlebenden von Alex Schulmann erschienen. Das Buch ist mittlerweile schon durch einen Büchertausch bei mir eingezogen von der lieben Lisa von Gedankenlabor. Und hier geht es hier geht es um drei Brüder, die nach Jahren wieder aufeinandertreffen, um am Geburtsort an einem Holzhaus am See die Asche ihrer Mutter zu verstreuen. Und der Klappentext gibt noch her, dass das wohl ein ziemlich aufreibendes Verhältnis war, dass die Mutter zeitweise abweisend und grob und dann überschwänglich zärtlich war, sodass die drei Jungs sich da so ein bisschen dran aufgerieben haben, bis zur Erschöpfung steht da. Und heute haben sie sich irgendwie aus den Augen verloren und haben nicht mehr viel miteinander zu tun. Ja, und der letzte Satz. Und doch ist da dieser Rest Hoffnung, den Riss in der Welt zu kitten, wenn sie sich doch einmal gemeinsam in die Vergangenheit vorwagen. Ja, das klingt mega spannend. Ich habe es bis jetzt noch nicht gelesen. Ist auch irgendwie eine härtere Thematik, also sehr emotional kann es werden, je nachdem, wie das behandelt wurde in dem Buch. Und ja, da freue ich mich auch schon auf die Geschichte. Genau.
So, weiter geht am 24.8. Da ist im HarperCollins Verlag ein interessantes Buch erschienen, und zwar von Tara Conklin, Die letzten Romantiker. Da bin ich durch das Cover irgendwie beim Durchwälzen der Vorschauen drauf gestoßen. Das klingt auch sehr interessant. Und zwar geht es um einen Sommer 1981, und da verlieren vier Geschwister ihren Vater und sind seit diesem Tag auf sich allein gestellt, denn die Mutter verliert sich absolut in ihrer Trauer. Und die vier nennen diese Zeit die Pause. Ja, weil sie sich selbst umsorgen müssen und sich selbst umeinander kümmern müssen. Sie bringen der Jüngsten in dieser Zeit das Schwimmen bei, stromern tagelang alleine durch den Wald und sind, wie gesagt, völlig auf sich selbst gestellt. Die Mutter ist nicht in der Lage, sich weiter um die Kinder zu kümmern, und können wir die retten, die wir lieben? Das, ja, und es geht noch daraus hervor, aus dem Klappentext, dass sich Jahrzehnte später erneut eine Familientragödie ereignet. Das klingt auch nach hartem Tobak, aber irgendwie auch nach einer interessanten Geschichte und nach einem Vierer-Geschwister-Gespann, wo die Bande sehr, sehr eng geschnürt sind. Ja, also das habe ich auch noch nirgendwo gesehen. Das würde mich aber auch sehr interessieren. Ich finde, das klingt sehr gut. Das landet auch auf die Wunschliste. Das packen wir jetzt direkt mal drauf. Ich bin noch gar nicht angemeldet. Das klappt ja gut. Einen Moment. So, und ebenfalls am 24.8. im HarperCollins Verlag ist erschienen Libellentage von Laura Wood. Da geht es um das Jahr 1930, und auf dem Klappentext steht: Sehr zum Leidwesen der Eltern interessiert Bea sich nicht sonderlich für die Konventionen ihrer Zeit, sondern für Glühwürmchen und Frösche. Weil sie so vorerst der arrangierten Ehe entfliehen kann, ist Bea froh, den Sommer in der Toskana bei ihrem Onkel zu verbringen. In der italienischen Villa begegnet sie aufstrebenden Künstlern, erfährt Freiheitsliebe und begegnet dem jungen Maler Ben, der ihr beibringt, was Romantik ist. Und das, das muss ich mir auch mal eben auf die Wunschliste packen. Das klingt auch nach leichterer Kost für zwischendurch. Und das klingt auch so ein bisschen wie der Vergangenheitsstrang von Lucinda Riley, den sieben Schwestern, den ersten Band. Und den mochte ich ja sehr. Also das fand ich ja so toll, dieses Künstlerviertel in Paris. Ich hoffe, dass es sowas wird in diese Richtung. Und finde das sehr spannend. Finde, das klingt total gut, und darf auf die Wunschliste. Vielleicht ist irgendwann die Zeit dafür reif. Genau. Ja, dann habe ich einen dritten Band, wie gesagt, den wollte ich eigentlich nicht mit vorstellen. Hidden Worlds Band 3, da, den habe ich auch mittlerweile schon rezensiert. Da könntet ihr sonst, glaube ich, im Lesemonat Mai auch mal vorbeischauen. Eine ganz tolle Reihe. Ja, habe ich dann jetzt erwähnt. Das ist am 25.8. im Fischer Verlag erschienen. Dann ist erschienen, das Buch habe ich hier liegen, weil das jetzt von mir gelesen wurde. Das war nämlich auch ein Rezi-Exemplar. Und zwar von Emma Stonex, Die Leuchtturmwärter von Emma Stonex. Das ist auch am 25.8. erschienen im Fischer Verlag. Und das ist auch eine ganz spannende Geschichte. Ich kann euch ja mal den Klappentext vorlesen. Sie sagen, wir werden nie erfahren, was mit unseren Männern geschah. Sie sagen, dass das Meer seine Geheimnisse bewahrt. Drei Männer sind spurlos von einem Leuchtturm verschwunden. Drei Frauen, die ihr Leben lang mit diesem Rätsel kämpfen. Ja, da kann ich euch sonst auch mal empfehlen, meinen Lesemonat Juli anzuschauen. Ich weiß nicht, ob der jetzt schon online ist oder ob der die nächsten Tage kommt. Der ist auf jeden Fall abgedreht, hat mir großartig gefallen. Ist eine absolute Leseempfehlung. Ist so ein bisschen ein Spannungsanteil mit drin. Also es gilt halt aufzuklären, was mit diesen Männern passiert ist. Es ist aber auch schön zu lesen,
ja, so die Beziehungen untereinander, dass der Alltag in so einem Leuchtturm, wo drei Männer auf engstem Raum miteinander parat kommen müssen. Und dann auch diese raue, harte, wilde Natur, das Meer mit den reißenden Wellen da um diesen Leuchtturm. Also hat mir großartig gefallen. Ist eine ganz, ganz tolle Mischung zu lesen. Genau. Dann auch ein Buch, was ebenfalls schon bei mir einziehen durfte, weil ich es vorbestellt hatte. Ich weiß aber gerade nicht, ich habe mir die Bücher, die ich hier habe, nicht rausgesucht. Ich glaube, das steht im Wohnzimmer. Ich habe es noch nicht gelesen, aus dem Vesta Verlag von Dean Koontz Elsewhere. Das ist am 26.08. im Vesta Verlag erschienen. Der Universalschlüssel. Ein Thriller. Ich lese euch mal vor, was hinten drauf steht. Vor Jahren verschwand seine Frau Michelle spurlos. Seither lebt Jeffy Coltrane mit seiner 11-jährigen Tochter Amity allein. Eines Abends taucht Spooky auf, ein alter obdachloser Exzentriker. Er bittet Jeffrey, ein geheimnisvolles Gerät zu verstecken, den unvorstellbar mächtigen Universalschlüssel. Als das Gerät versehentlich aktiviert wird, scheint zunächst alles wie zuvor zu sein, aber dann bemerken sie subtile Unterschiede. Amitys Zimmer hat sich verändert und sie haben ganz andere Nachbarn. Bald offenbart sich eine unglaubliche Wahrheit. Der Universalschlüssel erlaubt es ihnen, Parallelwelten zu betreten, die gleichsam vertraut, wundersam und schrecklich sind. Und mit einem Mal stellen sich Jeffrey und Amity die Frage, könnte Michelle irgendwo da draußen im Multiversum noch einmal existieren? Allerdings sind die beiden nicht die einzigen, die sich für den phänomenalen Schlüssel interessieren. Die Späher der Schattenwelt sind aufmerksam geworden. Ein brillanter Thriller voller Wunder und Schrecken mit Verbeugungen vor George Orwell, Ray Bradbury und H.G. Wells. Ja. Das klingt auch so spannend und so strange auch irgendwie. Freue ich mich schon drauf. Habe ich mich bislang nie so richtig dran gewagt, weil es irgendwie auch so ein Science-Fiction-Anteil ist, ne? So. Aber ich habe ja jetzt im Juli mein erstes Science-Fiction-Buch gelesen und werde da, glaube ich, mutiger. Also das, ja, finde ich, klingt richtig gut. Ebenfalls im Vesta Verlag. Ebenfalls am 26.08. des letzten Jahres ist von Carlton Mellick dem dritten Quicksand House rausgekommen. Das müssen wir jetzt mal auf der Seite vom Vesta Verlag direkt suchen, weil das nicht im normalen Buchhandel zu kriegen ist. Genau, ich finde, das Cover sieht schon sehr, sehr cool aus. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein ja, Steampunk. Irgendwie so in diese Richtung. Tick und Polly haben ihre Eltern noch nie gesehen. Sie leben mit ihnen in denselben zerfallenen Gebäuden, aber aus irgendeinem Grund haben ihre Eltern sie niemals besucht. Ein dystopischer Albtraum vom Meister der Bizarro Fiction. Die Kinder sehnen sich nach der liebevollen Umarmung ihrer Mutter, aber dieser Tag scheint nie zu kommen. Tick und Polly haben ihre Eltern noch nie gesehen. Sie leben mit ihnen in demselben zerfallenen Gebäude, aber aus irgendwelchem Grund haben ihre Eltern sie niemals besucht. Als die Maschinen, die sie mit Nahrung und Wasser versorgen, nicht mehr funktionieren, müssen die Geschwister ihr Zimmer zum ersten Mal verlassen. Der Rest des Hauses ist viel größer, als sie sich das vorgestellt haben. Die labyrinthartigen Gänge sind dunkel und voller Schatten, in denen seltsame Kreaturen lauern. Je tiefer Tick und Polly in das Haus vordringen, umso mehr verwirrende Geheimnisse offenbaren sich. Quicksand House ist wie eine Survival-Horror-Version von Blumen der Nacht, ein dystopischer Albtraum vom Meister der Bizarro-Fiction. Voll gut, oder? Ich finde, das klingt auch so gruselig. Und diese armen, armen Kinder. Oh mein Gott. Ja, das ist ebenfalls eingezogen, weil es ein fester Special-Band ist. Die Reihe habe ich ja abonniert und genau, wartet darauf, gelesen zu werden.
Das waren die unbekannteren Neuerscheinungen des Augusts des letzten Jahres. Verratet mir doch gerne mal, ob ihr eines der Bücher schon gelesen habt, ob ihr eines der Bücher kennt. Und ja, ich würde mich freuen, wenn euch das gefällt, dass ich diese Monate jetzt nachhole. Ich hoffe, ihr könnt noch was Neues für euch entdecken. Vielleicht hüpft das ein oder andere noch bei euch auf die Wunschliste. Würde mich freuen, wenn euch das noch irgendwie einen Mehrwert gibt. Lasst mich das auch gern wissen. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr dann für die Neuerscheinungen des Septembers wieder reinschaut. Das sind auch ein paar mehr. Das sind 18 an der Zahl. Ja, ich bin gespannt, was ihr zu den Büchern sagt. Ja, und ich hoffe, dass ich auch wirklich euch neue Sachen noch zeigen kann, die ihr vielleicht auch noch nicht so gesehen habt. Ja, das wäre mir schön. Lasst mich das auch gerne wissen, ob da was Neues für euch dabei war. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr im nächsten Video wieder mit dabei seid. Bis dann, macht's gut. Tschüss.